So, wir sind im Action und der Wagen ist schon voll. Ich zeige euch das alles gleich im Detail, was wir hier einkaufen. Wo gibt es denn so komische Sets? Ja. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Doch, wir suchen solche Sets, wo es verschiedene, wie heißen die, Schraubendreher. Geht holen, aber da ist dann wieder 80% Sachen drin, die man nicht braucht. Die Ette sind. Ja, was ist denn hier? Guck mal. Ja, 5 Euro. Ja, da. Und hier ist sowas in klein. Nee, das ist, diese Bitsysteme brauche ich nicht. Und wir kaufen ganz viel, was wir nicht brauchen. Oder nicht geplant mal. Eigentlich wollten wir nur Sachen holen, die wir fürs Renovieren brauchen. Welche soll ich nehmen? Das weiß ich doch nicht. Ich kaufe jetzt einfach mal die billigen. Ich wollte gerade sagen, ich würde die hier nehmen, weil die sind genoppt. Hast du besseren Griff? Ist egal, habe ich. Egal. Jetzt, ja. Okay. Weiter geht's zu Putzmittel. Oh, die zeige ich euch jetzt schon mal, weil die kommen noch nicht mit ins neue Haus. Die nehmen wir jetzt erstmal mit in die alte Wohnung. Und zwar wollten wir ja von Plastikflaschen weg. Und zu Hause benutzen wir Leitungswasser sowieso immer schon. Und wir haben uns immer Plastikflaschen wieder aufgefüllt und irgendwann dann halt wieder zurückgebracht, weil da ist Pfand drauf, und neue geholt. Und jetzt haben wir uns so Glaskaraffen geholt, einmal 2 Stück. Die sind dann für so, wenn man Zitrone oder Minze mit reinmachen möchte oder Eiswürfel, dann können wir die dafür nehmen, 2 davon. Und dann haben wir uns 8 von diesen Wasserflaschen mitgenommen. Da haben wir gesagt, da können wir jeder eine mit ans Bett nehmen und 2 in den Kühlschrank stellen. Und ja, einfach so haben wir halt 8 Stück genommen. Da hat eine 1,44 Euro gekostet und die Glaskaraffen haben 1,94 Euro oder so gekostet, und wir haben die mitgenommen, weil bei Amazon, wo ich als erstes geschaut habe, da hat eine Glaskaraffe um die 14 Euro gekostet, und deswegen haben wir so zugeschlagen. So, herzlich willkommen. Boah, ich sehe echt wüst aus. Osmar, jetzt hör mal auf. So, ich sehe so wüst aus. Nicht vom Hintergrund beeindrucken lassen. Ich bin im neuen Haus und wir waren ja im Action gerade einkaufen, und ich wollte euch mal zeigen, was wir so für den Umzug und für die Renovierung erstmal gekauft haben. Abgesehen von den Wasserflaschen, die habt ihr ja schon gesehen. Ich habe jetzt heute schon hier ein paar Sachen hingebracht, dass die Umzugshelfer hier sich was zu essen zubereiten können, wenigstens ein bisschen. Ja, das ist fein, danke schön. Mama, sitz. Warte. Und den haben wir auch im Action geholt für den Smurfy. Genauso wie 4 Näpfe, weil er ja hier auch viel sein wird in der nächsten Zeit während der Renovierung und Wasser und Fressen hier bekommt. Okay. Wir einmal so ein Abtropfding geholt, damit wir hier ein bisschen spülen können. Ach, ganz wichtig, ein Besen und ein Besenstiel. Dann habe ich 2-mal so Putzlappen geholt, also 20 Stück sind das insgesamt. Und weil ich ja schon seit Wochen immer wach werde und denke, wir brauchen Klobürsten, habe ich direkt im Action 2 so Klobürsten mitgenommen und eine Ersatzklobürste, ganz wichtig. Dann haben wir Spülmittel mitgenommen für die Tapeten zum Abreißen. Smurfy aus. Das ist das andere Spielzeug, was er sich schon geschnappt hat zum Spielen. 2-mal so Putzlappen. Hier ist das besagte Set von diesem Schraubendreher oder Ziehen. Du bist doof. Jetzt hör doch mal auf, mich hier zu belästigen. Smurfy, mach mal Sitz. Sitz und warte. So. Sitz. Ja. Ich weiß, die sind nicht qualitativ hochwertig, aber für hier die Steckdosen rausdrehen und so werden die reichen. Dann haben wir noch 2 Spachtel mitgenommen für Tapeten abreißen. Einen Wasserkocher für so heiße Tasse oder sowas können wir den nehmen. Und hier für Kaffee kochen
weil wir Kaffee immer mit dem Filter frisch aufgießen. Deswegen ein Wasserkocher und der hat nur 8 Euro gekostet und hat aber 1,7 Liter Volumen. Dann habe ich so ein Teleskop-Spinnenweben-Ding mitgenommen. Das hat nur 97 Cent gekostet und 10 Putzlappen, so Mikrofasertücher, weil ich natürlich hier erstmal jetzt groß reine machen möchte in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich glaube, das war alles schon. Es ist nicht so viel, es ist ja hauptsächlich zum Putzen. So, ich werde das jetzt hier noch verräumen und dann werde ich euch die Haustour drehen. Einige von euch warten ja schon total darauf. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Mini-Action-Haul und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!